Ossa, meine Lieben. Nach dem Hauptspiel folgt der DLC so sicher wie das Amen in der Kirche. Und deshalb begrüße ich euch ganz herzlich zu Dishonored The Knife of Dunwall, der DLC Nummer 1. Und Teil 2 schauen wir uns natürlich danach an. So, ich würde sagen, ich klicke mal auf neues Spiel und dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Sollten hier neue Zuschauer reingefunden haben, das Hauptspiel habe ich schon Let's Played und das findet ihr auf meinem Kanal. Für den DLC mache ich mir eine eigene Playlist, da das Ganze ja ein bisschen separat vom Hauptspiel handelt. Und es gibt ja auch eine andere Hauptperson. Also ich denke, insofern ist das gerechtfertigt. Und bevor ich euch jetzt noch ein Ohr abkaue oder zwei, klicke ich einfach mal auf neues Spiel. Oh. Tja, da werden wir schon fies gespoilert. Ich habe es ja bisher vermieden, es so eindeutig zu sagen. Aber wir werden in die Haut dieses jungen Mannes hier schlüpfen. Ja, so jung wie Yuppie hieß das. Ein bisschen jünger schon. Der Schwierigkeitsgrad. Ich werde mich auch hier nicht lumpen lassen. Ich glaube, wir haben das Hauptspiel auf Meister oder so, jedenfalls auf dem schwierigsten abgeschlossen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es hier sogar noch eine Nummer mehr, also Elite und Meisterassassine. Es kann auch sein, dass die Schwierigkeitsgrade anders heißen als im Hauptspiel. Jedenfalls werden wir das hier nehmen, der Meisterassassine. Das wird eine Herausforderung. So, ich atme nochmal durch und klicke auf Annehmen. Ja, die alten Spielstände können gerne überschrieben werden. Aha, speichere möglichst oft. Ja, guter Tipp. Der Dunwall Tower, oh ja. Noch in seiner frühen Phase, wie wir uns an die Anfänge im Hauptspiel erinnern. Keine wie sie. Du kannst nicht vergessen, was du getan hast. Der Tod der Kaiserin und die Übergabe ihrer Tochter Emily an den Lordregenten bereiten dir schlaflose Nächte. So, so. Ein Auftrag mehr hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich habe schon viele Adlige umgebracht. Auf dem blauen Blut, das ich vergossen habe, könnte ein Walfänger schwimmen. Ein neuer Adliger ersetzt den alten. Sie sind alle gleich korrupt. Warum sollte eine Kaiserin anders sein? Aber sie war es. Ich sah das Gesicht ihres Leibwächters, als sie ihn wegbrachten. Seine Augen waren wie tot. Ich wusste, ich würde dafür bezahlen. Und vielleicht hatte ich es auch verdient. Ein Sturm zog auf, der alles einreißen würde, was ich aufgebaut hatte. Nein! Weg von hier! Bravo! So, so, da sahen wir das Ganze nochmal aus Dauds Perspektive. Ja, wir stecken in Dauds Haut. Und wir hören es schon, Daud äußert auch seine Gedanken. Und es scheint ihn doch sehr zu quälen, wie wir auch schon im Hauptspiel erfahren haben. Heruntergefallener Brief. Du hast sie getötet. Ja, so einen fanden wir auch damals mit Corvo. Da stand, glaube ich, du kannst sie nicht retten oder sowas in der Art. Und wir sind wieder einmal mehr im Nichts gelandet. Ich vermute mal, wir werden hier einen ganz bestimmten jemand treffen. Übrigens in der Intro-Sequenz war auch schön zu sehen, wie der Lordregent unten die Wachen aufgehalten hat, damit sie auch ja nicht eingreifen.
Oh. Die teleportieren Kraft. Ja, du bewegst dich schnell und unbemerkt von Ort zu Ort. Du kannst dich senkrecht wie waagerecht bewegen und auf Vorsprünge zielen, um sie zu überwinden. Während des Zielens hält die Zeit an, sogar mitten im Sprung. So kannst du eine Flucht planen und sogar länger in der Luft die Richtung ändern. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Ja, das kennen wir ja alles schon. Neu war hierbei, dass sich Dauts Teleportieren doch ein bisschen von Corvos Fähigkeit unterscheidet. Wir sehen auch, das Symbol ist ein wenig anders. Und der Abgrund hier, den wir zu überwinden haben, ist auch ein bisschen weiter. Ja, das könnte knapp werden. Sehr knapp. Allerdings, ich speichere mal kurz. Große Worte springen und dann sterben. Machen wir doch mal Folgendes. Wir rennen hier drauf los und ja, wie gelesen, die Zeit stoppt, während wir hier im Zielmodus sind. So können wir sehr viel weitere Strecken überbrücken. Das ist eine sehr, sehr nette Sache. Und ihr seht, vorhin kamen wir gerade mal bis hier und jetzt können wir mitten in diese Freifläche beamen und wir hängen in einem Abgrund. Sehr schön. Ah ja, unser Ziel wartet da vorne und wir alle wissen doch, was unser Ziel ist oder besser wer. Aber scheinbar sollen wir noch ein bisschen mit unserer Teleportation üben. Das will ich tun. Ich finde irgendwie, man erkennt hier nicht so ganz, wohin man sich beamen wird. Ich glaube, bei Corvo ist der Bildschirm nicht so grau geworden beim Zielen. Da hat er auch die Zeit nicht pausiert. Ja, man erkennt das bei Dout leider nicht so ganz gut, wo man landen wird. Ich schätze mal, das wird klappen. Ja, aber es war. Wir hätten uns beinahe übers Ziel hinausgeschossen. Na, und wir sehen, Dout trägt Handschuhe, aber das Zeichen auf seinem Handrücken leuchtet auf, wenn wir eine Kraft einsetzen, durch den Handschuh durch. Ich fürchte, wir sind fast am Ort, wo man uns haben will. Ob das gut oder schlecht sein wird, zeigt sich wohl jetzt. Mein alter Freund. Ist eine Weile her, aber jetzt hast du mein Interesse geweckt. Wie die Jahre verfliegen und die Toten sich mehren. Hast du gewusst, dass es nur 8 von euch gibt, die mein Zeichen tragen? Ich bin hier, weil du recht hattest. Die Kaiserin war anders. Diesmal kannst du nicht in die Schatten flüchten. Du wirst die Konsequenzen spüren. Deine Geschichte steht kurz vor dem Ende und nicht mal du kannst ihm entgehen. Aber welches Ende wirst du wählen? Ich bin hier, um dir ein letztes Geschenk zu machen, Dort. Ein Geheimnis. Es beginnt mit einem Namen. Delilah. Unser Freund, der Outsider, und seine Geschenke neigen ja dazu, so ein kleines Häkchen zu haben. So, Delilah. Ein Name und mehr nicht. Rothwild Schlachthaus. Big Boss. Bundry Rothwild, ein zauberhafter Name, ist ein gewissenloser Geschäftsmann, der ein Schlachthaus und eine Flotte von Walfängern besitzt, darunter ein Schiff namens Delilah. Ah ja. Infiltriere das Rothwild Schlachthaus und finde heraus, was es mit dem Namen auf sich hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier so im Vorfeld ein bisschen, ja, gespoilert werden. Aber es ist ja nicht weiter dramatisch. 6 Monate lang hat sich die Stadt verändert. 6 Monate lang wollte ich vergessen, was ich der Kaiserin und dem Mädchen antat. Aber ich konnte nicht vergessen. Ich musste wissen, wie es weiterging. Aber hatte nur einen Namen. Delilah.
Wer war sie? Eine Bedrohung? Eine Verbündete? Dann erreichte mich eine Nachricht von Billy Lurk, meiner Stellvertreterin und Gehilfin. Sie besaß ein Talent dafür, Geheimnisse aufzudecken. Es gab ein Schiff namens Delilah, das Wale jagte für Andre Rothwild, einem ehemaligen Walfänger, der es drauf hatte. Inzwischen gehörte ihm ein ganzes Schlachthaus und er hielt seine Arbeiter wie Gefangene. Ein Schiff namens Delilah. Vielleicht ein Zufall. War es aber nicht. In Dunwall hängt immer alles irgendwie zusammen. Ah ja, und hier haben wir noch eine Neuerung. Gefallen. Als Daut kannst du dein Netzwerk von Spionen und korrupten Händlern einsetzen, um vor jeder Mission Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen zu erwerben. Das ist so eine Art Pyro Light, also hier können wir uns ausrüsten. Du kannst außerdem spezielle Gefallen kaufen. Diese Gefallen wirken sich in der Mission unterschiedlich aus. Sie offenbaren Ausrüstungsverstecke oder geheime Informationen. Ich klicke auf Weiter. So. Ja, jetzt können wir uns mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Das hier ist der übliche Kaufbildschirm, den wir kennen. Die Preise sind, so wie ich das sehe, genauso wie bei Pyro. Betäubungspfeile 30 Münzen. Verbesserungen, die können wir auch direkt erwerben. Neu ist hingegen das hier, Gefallen. Wir können zum Beispiel eine Tresorkombination kaufen. Eine Wache hat die Kombination des Tresors im Versandbüro gehört und wird sie in die Wand ritzen. Oder wir können eine gestohlene Rune kaufen. Ein bestochener Arbeiter wird eine Rune verlegen, die er in einer Kiste voller Gerümpel auf ihrem Weg in die Akademie der Naturphilosophie gefunden hat. Die Rune wird sich im Rohr befinden, das Abwasser in den Fluss leitet. Und lautlose Sabotage. Ein bestochener Arbeiter wird die Sicherheitsanlagen der Raffinerieventile deaktivieren. Das Öffnen und Schließen löst keinen Alarm aus. Ich würde sagen, natürlich kaufen wir alles. Wir wollen uns ja nicht lumpen lassen. Vor allem die Rune wollen wir mitnehmen. Und in dem Tresor lässt sich doch wenigstens Geld finden, hoffe ich doch mal. So, wir haben noch 1625 Münzen. Die wollen wir doch ausgeben. Was sagt denn unser Munitionsvorrat? Wir haben 2 Betäubungsbolzen, da möchte ich doch ein bisschen aufstocken. Ja, 7 sind doch okay. Die Karpalista-Bolzen. Dazu sollte ich was erklären. Daut benutzt keine Armbrüste. Daut und seine Leute benutzen eine Karpalista. Das ist so eine Art, ja, Mini-Armbrust, die sie am Handgelenk tragen. Und im Grunde auch nur Bolzen verschießt wie eine Armbrust. Das Ding können wir hier auch gleich verbessern. Oh, die Kampfbetäubung. Ja, die Wirkung setzt sofort ein von den Betäubungsbolzen. Das wäre gar nicht so verkehrt, aber ich muss ja unser Geld nicht mit beiden Händen rausschmeißen. Ich glaube, vor allem unser Mana dürfte ein Problem werden. Das heißt, ich schlage hier zu. Die normalen Bolzen sollen mir reichen. Dann shoppen wir hier doch noch ein bisschen bei der Ausrüstung. Artefaktkapazität. Wir haben jetzt 4, können aufwerten bis auf 6. Ich nehme mal 1 mit, auch wenn es wahrscheinlich doof war. Ich vermute mal, wir werden nicht gleich sofort 4 plus Knochenartefakte finden. Ich lasse mich nicht lumpen und nehme die Kampfbetäubung. Und wir sehen, ich bin schon beinahe pleite. Die Präzision. Verringert die Abweichung und erhöht die Zielgenauigkeit. Das könnte nicht schaden. So. Und jetzt sind wir ziemlich pleite. Wir haben noch 125. Ein bisschen was könnten wir noch nehmen. Was sollen wir denn nehmen? Schaut mal, das ist auch neu. Würgestaub.
eine nicht tödliche Granate die Gegner vorübergehend außer Gefecht setzt. Allerdings nicht betäubt. Ich glaube, die sind nur kurz am Husten und dann machen sie weiter Stress. Ich nehme noch einen Betäubungsbolzen. Oder zwei. 65 Münzen. Wir haben drei Würgestaub. Ach kommt, normalen Bolzen. So, jetzt sind wir wirklich bis auf 5 pleite. Die brauchen wir noch für einen Zigarettenautomaten. Ich klicke auf Beenden. Ja. Und da sind wir auch schon mitten auf der Mission. So, bevor wir noch ein Schrittchen weitergehen, würde ich sagen, schauen wir uns doch Dauds Fähigkeiten und Kräfte mal genauer an. Denn ich habe ja schon gesagt, sie unterscheiden sich zum Teil ein wenig von denen, die wir von Corvo gewohnt sind. Zum einen haben wir hier das Teleportieren. Das haben wir jetzt schon live erlebt. Und auch die Nachtsicht ist ein wenig anders. Wir können auf Stufe 1 nur im Dunkeln sehen und Knochenartefakte und Runen finden. Das heißt, wir sehen keine anderen Menschen oder Lebewesen und auch nicht ihr Blickfeld und so weiter und schon gar nicht Ausrüstung zum Aufsammeln und sowas. Das wird dann erst auf Stufe 2 freigeschaltet. Was ein großer Nachteil ist, ich glaube, Corvo hatte das schon auf Stufe 1 mit drinnen, also dass man Personen sah. So, statt den Rattenschwarm, den Corvo rufen konnte, kann Daud Assassinen rufen. Das können wir ja mal kurz durchlesen. Stufe 1 ruft einen Assassinen-Novizen herbei, der an deiner Seite kämpft. Stufe 2 ruft einen Meister-Assassinen herbei, der an deiner Seite kämpft. Jawohl, und ich schätze mal, der hält auch mehr aus und teilt auch mehr aus. Entsprechend, ja, die Stufe 2 des Rattenschwarms. Das heißt, der Stufe 2 wird wahrscheinlich tödlich sein. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass auch ein Stufe 1 Assassine schon töten kann. Hier war gerade ein Leck drinnen. Die Zeit verlangsamen, das kennen wir noch. Das hat sich nicht geändert. Und schon wieder so ein Leck. Was soll denn das? Merkwürdig. Na gut, hier unten hat sich kaum was verändert. Vitalität, Blut, Durst, Beweglichkeit, Schattenangriff. Das hier ist jedoch neu. Der Arkane Bund. Wir haben es ja im Hauptspiel gelesen und erlebt, dass Daud seine Fähigkeiten mit seinen Assassinen teilt. Das heißt, die Jungs sind nicht alle vom Outsider mit dieser Gabe beschenkt worden. Der Outsider hat es ja eben angesprochen, es gibt nur 8 Leute, die sein Zeichen tragen. Und ob man da Corvo schon dazu rechnen kann, ist auch fraglich. Lesen wir das kurz mal durch. Stufe 1. Teile deine Kräfte mit verbündeten Assassinen. In der ersten Stufe sind dies die Kräfte Teleportieren und Vitalität. Deine Assassinen können teleportieren und ihre Gesundheit steigt an. Wer hätte es gedacht? Stufe 2. In der zweiten Stufe nutzen die Assassinen die Kräfte Anziehen, Zeitverlangsamen und Schattenangriff. Mit Anziehen kannst du Gegner im Kampf zu dir heranziehen. Ist deine Kraft Zeitverlangsamen aktiv, bewegen sich Assassinen mit normaler Geschwindigkeit. Ist Schattenangriff aktiv, verwandeln sich deine Gegner in einen Aschehaufen. Das kennen wir schon. Und der strategische Hinweis, diese Fähigkeit ist nur nützlich, wenn du auch die Kräfte besitzt, die du mit deinen Assassinen teilen kannst. Jawohl, und da wurde auch schon eben eine Kraft erwähnt, die wir noch gar nicht besitzen. Und ich glaube, in diesem DLC auch nicht besitzen werden, nämlich das Anziehen. Das haben wir von Gegnern im Hauptspiel zum Teil erlebt. Da haben uns die Assassinen gerne mal als Corvo an sich rangezogen. Daud kann das hier leider noch nicht, was ein bisschen merkwürdig ist. Na schön. Was haben wir denn im Inventar? Ach ja, unsere Fünfermünze. Oh, das ist ja schon der Lord Regent auf der Münze. Kurz noch zu der zeitlichen Einordnung, wann dieser DLC spielt. Seit dem Mord an der Königin, der Kaiserin, sind 6 Monate vergangen, sagte Daud ebenso schön im Intro. Das heißt, das dürfte jetzt genau die Zeit sein, wo Corvo aus dem Gefängnis ausbricht. Also wir spielen so ein bisschen nebeneinander her.
ob wir Corvo begegnen werden. Mal schauen. Dass wir ihm irgendwann begegnen werden, wissen wir ja noch aus dem Hauptspiel. Da war es nur andersrum. Da begegneten wir Daunt. Und da wartet jemand. Daunt, Sie sind hier. Mir war langweilig, da habe ich schon mal angefangen. Wir haben tatsächlich Glück heute. In der Fabrik wird gestreikt. Ist ja auch kein Wunder. Rothwild betreibt den Laden wie ein Gefängnis. Ohne Stechkarte kommen die Arbeiter nicht mal rein. Als der Streik losging, haben die Fleischer gleich alle Karten eingesammelt. Sie haben der Stadtwache freie Hand gelassen. Warum wollte ich wohl aus den Slums weg? Das ist die Antwort. Es gibt noch andere Wege da rein. Ich gehe mal voraus, okay? Um den alten Mann zu schonen. Ach so, ich habe hier noch was für Sie. Sie sammeln doch sowas. Ich bin auf den Dächern, wenn Sie mich brauchen. Sehr schön. Dankeschön, Billy. Da haben wir eine Rune bekommen. Verschwinden Sie, sonst werden Sie auch eingesperrt. Hey, geben Sie mir meine Stechkarte. Ich komme sonst nicht mehr rein. Sie dürfen sie nicht nehmen. Versuch vorbeizukommen. Und du wirst bald am Fleischerhaken hängen. Verschwinden Sie, Mister. Wir müssen diese Karten konfiszieren. Keine Ausnahmen. Ihr sollt alle als Weiner verretten, alle! Die Seuche soll euch holen! So, wir merken schon, das sind ganz bezaubernde Leute. Freundlich wie eh und je, und ich frage mich gerade, wie Daunt hier zoomt. Also, dass Corvo mit seiner Maskenoptik zoomen konnte, wussten wir ja. Dass Daunt das kann ohne Maske, ist ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich dreht er sich den Augapfel einmal links rum, um scharf zu stellen. So, ich schau mal kurz, was haben wir jetzt eigentlich an Runen, an Knochenartefakten insgesamt? Wir haben eine. Ich würde sagen, dann sparen wir mal Eisern, denn was ich unbedingt haben möchte, ist natürlich die Nachtsicht Stufe 2, damit wir Gegner erspähen können durch die Mauer. Das muss sein. Und natürlich die zweite Stufe des Teleportierens muss auch noch sein. Und der Rest, ja, der Schattenangriff würde mich natürlich auch reizen. Ich würde sagen, da wir ja Daunt spielen, muss ich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, was das Töten von Leuten angeht. Allerdings versuche ich es auch so minimal wie möglich zu machen, denn der Chaosfaktor hat auch hier seinen Einfluss und ich möchte ihn gerne auch hier niedrig halten. Warum, das werden wir irgendwann noch sehen.